Am Sonntag hat das Warten ein Ende. Die besten Pferde des Jahrgangs 2016 treten im ID 150. Deutschen Derby gegeneinander an. Gleichzeitig können die Dreijährigen exklusive Champions League Punkte sammeln. Lacario geht als Favorit ins blaue Band, denn all seine drei Starts in diesem Jahr gewann er mit überlegener Leichtigkeit. Auch in der wichtigsten Derby-Vorprüfung, dem Kölner Union-Rennen, ließ Lacario nichts anbrennen. Aber schauen Sie mal auf Eddie Pedrosa, der guckt nur nach rechts, der guckt nur nach links. Und jetzt sagt er, lauf los, mein Freund, Lacario. Jetzt kommt aber außen Django Freeman, besser auf Tour. Aber Lacario, der spielt mit seinen Gegnern in der Union. Was ist das denn für eine Vorstellung? Lacario gewinnt die Union spielend leicht gegen Django Freeman. Django Freeman blieb in der Union zwar hinter Lacario, doch er wurde zum Schluss immer schneller. Die 200 Meter weitere Derby-Distanz sollte ihm zugutekommen. Und im Bavarian Classic ließ Django Freeman bereits 5 seiner Derby-Gegner hinter sich. Vorne ist Django Freeman, Question Mode ist der Gegner. Ramiro gibt's zurück, aber vorne Django Freeman. Django Freeman gewinnt vor Question Mode. Question Mode ist als einziges Pferd im Feld bereits über die Derby-Distanz von 2400 Metern gelaufen. Dabei zeigte er nicht nur, dass er die Strecke locker bewältigen kann, er gewann auch gegen starke internationale Gegner. Ein echter Coup ist dem Team von Quest the Moon mit der Verpflichtung von Jockey Andra Starke gelungen. Kein anderer aktiver Reiter hat so oft im deutschen Derby triumphiert wie er. Kann Andra Starke mit Quest the Moon seinen 8. Derby-Sieg landen und endgültig zur lebenden Legende werden? Kann Django Freeman diesmal auch Lacario schlagen? Kann Lacario seiner Favoritenrolle gerecht werden und seine Siegesserie im Derby fortsetzen? 16 Starter. Ein Jahrgang, ein Derby. Erleben Sie die German Racing Champions League.